Machen wir mal das hier. Wobei, na, ist halt die Frage, ob der Jay war. War das ein Skelett? Wo ist der Juni denn? Ach ja, ich wollte ja das nehmen. Die können wir mal tauschen. Sollte ich Johnny auf Entfernung sehen? Sollte ich Johnny überhaupt kommen sehen? Da können wir zumindest schon auf den schießen. Das wollte ich sagen. Mit einem Satz hat mein Hirn einfach wieder ausgeschaltet. Jetzt wird es wenigstens hell. Verbrennen die Skelette. Da warten wir noch kurz, bis die Sonne aufgegangen ist und dann fangen wir an, quer über die Map zu rennen. Müssen wir ja nicht ewig in die Länge ziehen. Ich sehe aber auch absolut keine Namen, muss ich sagen. Wobei Johnny wird natürlich auch nicht wie so ein Blöder über die ganze Karte hoppeln. Ey, ey, Lauch. Viecher verschwinden. Oh, außer der Facker da. Mal ein bisschen Ziel üben. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt? 15. Oh, das reicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mehr abschießen kann. Ein Wasser ist natürlich Arsch. Ich gehe mal davon aus, dass Johnny auch einen Bogen hat. Da ist man natürlich ein leichtes Ziel. Da hinten ist er. Ich habe nicht mal den Namen gesehen. Und ich glaube, der Bram hat gecheckt, dass ich den gesehen habe. Johnny wird sich da oben draufstellen. Ach ja. Der geht 100 Pro da oben hin. Der war gerade auf dem Weg da. Ist doch Entengrütze. Blöde Hüpferei, ich will da hochfliegen. Peter, gib mir Game Mode. Da ist er. Ja, natürlich die viel bessere Posi. Da der von oben einfach runterschießt. Naja, mach du mal dein Wasser. Ups, das war vielleicht nicht ganz so clever. Aber so schnell kommt der Hampelmann da nicht runter. Was sei denn, der springt in Wasser. Da ist er doch. Jetzt ist Jay in Wasser. Was nicht so clever ist, mein Freund. Das habe ich nämlich eben auch schon gesagt. Jetzt geht er nach oben. Ach komm, Jay, mach mir doch nicht so schwer. Jetzt kommt er von da. Oder von oben. Jetzt habe ich schon wieder Frame-Einbrüche. Was ist das denn hier für ein Lama-Bogenkampf, ey? Zack, getroffen. Zack, getroffen. Ach, der hat einen Hund dabei. Lol, leck mich am Arsch. Der hat sogar zwei Hunde dabei. Ja, die Hunde sollen herkommen. Die kann ich mit der Lava wegmachen. Ich habe keine Pfeile mehr. Dumm gelaufen. Was macht der denn jetzt, der Spacken? Jetzt läuft der weg? Oh Mann. Komm, Wasserkampf. Affenkopf. Wir gehen mal unter Wasser. Da trifft er uns nicht. Der trifft mich ja doch. Ach, scheiße.
Ich wusste doch. Ach, der mit seinen Wichshunden. Nein! Respawn, Seik. Gratuliere, Jonathan. Moment, jetzt muss ich mich entmuten. Was muss ich da nochmal drücken? F6. Sehr geil. Ja, macht mal nix. F6 richtig? Hallo? Ja, hi, hallo. Das ist korrekt. F6 war richtig. Du musst jetzt F6 drücken. Ja, was ein Spiel, ey. Am Anfang in die Höhle gegangen und nie wieder rausgefunden. Ohne Scheiß, ich hab glaube ich 80 Eisen oder so gehabt. Wie habt ihr jetzt gerade gegeneinander gekämpft? Also wir haben uns mit dem Bogen die ganze Zeit beschossen, dann sind mir die Pfeile ausgegangen, Jay ist weggerannt und er hatte irgendwie 4 Hunde dabei oder so. Ich habe versucht, die Hunde wegzubrennen und bin leider in so eine Ecke gerannt, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Und da hat mich so ein Hund getötet. Krass. Ja, aber auf jeden Fall. Hast du eine Rüstung oder hast du Diamanten? Nee, ich hatte keine Diamanten. Ich habe zwar die ganze Zeit welche gesucht, bin immer tiefer in die scheiß Hülle reingegangen, aber keine gefunden. Was waren denn in den Kisten drin? Ich hab eine Mine gefunden, da waren 4 Kisten. Da war immer Eisen drin, was zu essen. Ach, krass. Also nichts mega Gutes, sondern einfach nur ein bisschen Farmbeschleunigung. Wahrscheinlich ja, waren das auch Anfang, ganz normale Minenkisten. Ja, klar, das waren Minenkisten. Ich habe nie gesagt, dass Seig, ich. Jay! So, da bin ich, der Seiger. Ich habe nie gesagt, dass ich. Soll ich das jetzt noch weiter aufnehmen? Ich nehme das jetzt einfach hier nochmal weiter auf. Ja, ich habe mich schon verabschiedet, aber ist ja auch egal. Ich habe nie gesagt, dass ich die Schatztruhen gefunden habe. Ja, das stimmt. Ich habe nur gesagt, ich hab eine Truhe gefunden. Alter, war das ein. Ach, das war total behindert, ey. War das cool? Also, Christian, hast du Jay noch mit dem Bogen getroffen? Ja, also ich habe Jay mehr getroffen als er mich. Zwei Schaden haben die gemacht, 2 Herzen, obwohl also ich eine volle Rüstung hatte. Jay hat mehr mich getroffen, nee, andersrum, ich habe am Anfang Jay mehr getroffen. Und ja, was da alles ist, bevor ich Jay überhaupt gesehen habe, wie der da den Berg hochgerannt ist, und, komischerweise habe ich dich gesehen, aber nicht deinen Namen. Ich habe dich ganz weit entfernt gesehen, als du gerade diese Laterne gebaut hast. Ja, genau, die wollte ich auch bauen, um dich anzulocken. Oh, hast du ja fies gemacht. Hat das geklappt oder nicht? Du bist da hochgelaufen. Ja, ich bin froh, ich hab die ganze Zeit den Dschungel abgesucht, ich war die ganze Zeit in dem Wald. Ich bin am Anfang in eine Höhle gelaufen, bin die ein bisschen weiter runtergelaufen, da habe ich eine Mine gefunden, hab mich verlaufen. Dann sind alle Leute gestorben. Ich hab gedacht am Anfang, was geht denn mit Peter ab, ey, lenk mich am Arsch. Peter ist so feige gewesen, er hat sich am Anfang verpisst. Ja, Jay, du stehst am Ende einer Leiter mit einem Bogen und ich hab keinen. Meinst du, ich komm da runter? Oder? Klar, Peter. Ja, Sigi. Ja, das Lustige war, wie gesagt, als ich Jay gesehen hab, da hab ich noch gesagt, so, ja, hier nicht im Wasser bleiben, das ist ja total dämlich, das ist mal leichtes Ziel für Bögen. Und im Endeffekt, am Ende bin ich auf Jay zugeschwommen, weil ich keine Pfeile mehr hatte. Ach, du hast gar keine Pfeile mehr? Okay. Nee, ich hatte keine Pfeile mehr. Ja, dann gut, Rennen hätte auch nichts gebracht, ich hätte dich gefunden. Ich wollte doch nicht schon wieder rennen, das war lang genug. Naja, Peter hat versucht zu rennen, irgendwann hat er auch eingesehen, dass er keine Schnitte gegen mich hat. Dann ist er einfach ein Loch gesprungen. Das war so geil, weißt du, ich hab voll den Lachanfall bekommen, als du das gesehen hast, ey, das war, als du einfach blöd weg warst. Ja, ich hab versucht, deine Hunde wegzubrennen, aber ich bin dummerweise in eine Sackgasse gelaufen und dann war es vorbei. Boah, ey, leck mich. Weil ich bin rückwärts gelaufen, das habe ich nicht gesehen. Warum sagt Hardy eigentlich die ganze Zeit nichts? Ich fand das so geil. Warte mal, wo war das? Ich kann mal hier den Chat nochmal hochscrollen. Hat die vom Fisch geschrieben hat. Am Anfang, wo der was für Wünsche. Ja, genau, wo Dennis schreibt, ja, die ganze Map ist jetzt geladen und Hardy dann, ja, geil, weißt du. In dem Moment habe ich auch gesagt, ja, Hardy checkt's wieder. Ich hab echt nicht gecheckt, dass Bram als erstes gestorben ist. Wer ist als erstes gestorben? Dennis, ne? Oh, da habe ich auch abgefeiert, ey, neuer Sieger der Dingens, ne? Ja, ist halt wieder Pokerstars. Ja. Oh ja. Zweimal Zweiter bin ich geworden und einmal Erster. Ne? Ich habe aber eine gute Single-Performance so lange abgegeben hier im Losers. Ich muss aber sagen, ich hatte mega, mega, mega Glück gehabt. Ich habe nur Eisen gefunden, direkt am Start einen Skelett-Spawner gefunden. Ja, ich habe den deaktiviert. Krass, ich habe den deaktiviert, musste mich aber auch gegen 4 Dinger bewähren oder 3, weiß ich gar nicht mehr, ohne Rüstung. Das war ganz schön hart mit einem Scheinschwert. Und dann habe ich die ausgemacht, habe ich die Scheiße drumherum mit Fackeln zugemacht und alles ging dann ganz gut und immer wieder kamen Skelette und ich dachte, wo spawnen die denn? Und ist hier noch irgendwo ein Skelett-Spawner oder was auch immer? Aber immer nur so ganz vereinzelt und ich hatte halt keine Lust, überall Fackeln zu planten, weil ich nicht mich verraten wollte, dass ich direkt da bin. Und
Dann habe ich mich halt da ausgerüstet, habe direkt ganz viel Eisen gefunden. Ich glaube, ich habe von Anfang an aus den Truhen von dem Skelettspawner konnte ich mir ein Eisenschwert und einen Eisenpickaxe machen und habe mir dann halt ganz viel Eisen gefarmt. Und als ich dann aus diesem Spinnenspawner, da habe ich meine Base drin gebaut, als ich dann raus wollte aus dem Spinnenspawner, Skelettspawner, kamen mir erstmal 5 Skelette entgegen, die mich dann angegriffen haben. What the fuck, du hast schon eine Eisenrüstung, da war ich auch schon lange komplett fertig mit Rüstung und Schwert und Eisenhacken und alles. Ja, definitiv, das war ich. Aber ich habe einfach überschätzt, wie lange ich doch rumgelaufen bin, ohne jemanden zu sehen. Das hab ich ja, dann rumlaufen, das ist halt dämlich, sobald du nichts hast, habe ich mir gedacht. Deswegen, ich habe mir erst eine Standardausrüstung geholt, alles Eisen. Ja, meinst du, war eigentlich die Verstecke zu finden, aber die waren einfach nicht offensichtlich genug, sodass man sagen könnte, wer zuerst da ist. Die sind, glaube ich, immer mit Kakteen gekennzeichnet gewesen und es gibt hier keine Kakteen. Das ist mir aber nicht aufgefallen. Wie viele Verstecke haben wir denn im Endeffekt gefunden? Ein Versteck habe ich gefunden. Ich habe auch eins gefunden. Da waren ganz viele Pfeile und Gold drin. Lol, was willst du mit Gold? Keine Ahnung. Wo hattest du eigentlich den Bogen her? Oder hast du am Anfang direkt Spinnen gekriegt? Den habe ich mir gebaut. Nachdem ich rausgelaufen bin, habe ich mir Spinnen gebaut. Ja, ich wollte mir auch einen Bogen bauen. Und auf einmal stand da ein Jay neben mir und hat mir ein paar reingedrückt. Ey. Ja, nachdem du gemerkt hast, dass ich den Bogen hatte, wolltest du das bestimmt auch. Erstmal habe ich Sepp gekillt und dann wollte ich mir den Bogen holen. Aber das war so krass. Also der Kill von Peter war der übelste bei mir, weil ich habe mit meine Hand. Ach, hast du so Peter dermaßen gezittert? Nee, ja doch, der ist runtergefallen, also ich hab den gejagt. Ich war auf der Flucht von Jay. Aber der hatte, glaube ich, auch kein Leben mehr, nicht mehr so viel. Ja, doch, klar, ich war voll. Aber wie gesagt, ich hab ich hab so gezittert mit meiner Hand, dass die Maus, also meine Sicht quasi ein bisschen gezittert hat. Das war, also ich hab mich nachdem ich Dennis gekillt habe, konnte ich mein Inventar nicht bedienen. Ich hab mich am Anfang gefragt, warum ich die ganze Zeit so, warum ich so Frame-Einbrüche hab. Dann schreibt Sepp, es laggt und plötzlich gehen alle vom Server, weil dann hab ich mir gedacht, was ist jetzt los? Er hat bei mir halt Hammer geleckt. Ja, ich bin halt rausgeflogen, ne? Keine Ahnung. Klar, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Ich dachte, der Server würde jetzt abschmieren. Auf jeden Fall. Deswegen kann man halt nur sagen, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, war das wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil ich echt nicht aus der Höhle rausgefunden habe. Ich habe halt versucht, da unten Diamanten zu finden, teilweise auf der Höhe 5. So, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt geht's mal langsam zurück. Also, ich will gar nicht wissen, wie viele Folgen ich einfach nur durch den Wald gelaufen bin, als ich denn die Sachen hatte. Ja, überschätzt das nicht. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht für das Mittel investiert. Ja, weißt du, ich habe halt überlegt, ich habe ja schon von vornherein gedacht, boah geil, ich hole mir Wölfe, weil ich so viel durch die Skelette so viele scheiß Knochen hatte. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich hatte 25 Knochen, ja, und da habe ich 3 Wölfe gefunden oder sowas, und dann habe ich die erstmal schön vermehrt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Einen Skelettspawner habe ich nämlich da unten auch gefunden. Jetzt sind wir alle wieder ein Stückchen klüger für Battle Nummer 4. Mal gucken, wann das kommen wird. Ja, ich glaube, ich tritt als Sieger ab. Ich bin jetzt, glaube ich, gegen die ewigen Jagdgründe ein. Das Coole war, ich habe am Anfang gesagt, so, bloß nicht Letzter werden. Dennis gestorben. Ich sage, ja, alles klar. Wenn ich dann nicht Vorletzter werde, wäre auch ganz schön. Ist der Nächste gestorben. Ja, Dritter werden oder Vierter wäre auch nicht schlecht. Dann ist der Nächste gestorben. Ja, einer besser wäre auch nicht. Ja, komm, jetzt kannst du auch versuchen zu gewinnen. Ja, als dann alle anderen weg waren. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe keinen Plan, also kann der auch nicht fehlschlagen. Ja. Sehr gut. Ja, so geht's natürlich. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Battle auf jeden Fall. Oh ja. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Ciao.